stellen? Wohl kaum. Und doch steht sie hier und behauptet, ich hätte ihr Eigentum gestohlen und zerstört. Dabei nahm ich nur Müll mit. Unsinn. Mein einziges Verbrechen ist wohl, dass ich etwas Hässliches mit neuem Leben erfüllt habe. Aha. Du denkst, Gudrun hätte etwas weggeworfen und fordert nun unrechtmäßig Ersatz. Ganz genau. Ja. Es reicht. Ich habe genug gehört. Ich hätte das Tuch verkaufen können. Holmger hat mich meiner zukünftigen Gewinne beraubt. Es war Müll. Doch jetzt ist es Teil von etwas Größerem. Wenn überhaupt, habe ich seinen Wert erhöht. Du solltest mir danken. Oh, ich werde dir zeigen, wie dankbar ich bin. Ruhe, lasst mich sprechen. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss... Was geht hier vor sich? Was machst du? Holmgeir und Gudrun liegen im Streit. Ich suche nach einer Lösung. Diese Pflicht obliegt mir, Eivor. Das weißt du. Geh beiseite. Du warst nicht hier, Bruder. Ich wollte dich nicht stören. Eine schwache Entschuldigung für deinen Ungehorsam. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hast du fertig gesungen, verehrter Skalde? Mein Jarl. Wie gesagt, ich war... Halt! Es reicht. Ich habe genug gehört, um ein Urteil fällen zu können. Schon seit ich dich kenne, hast du Worte zu Lügen gesponnen, Holmgeir. Du schwächst den Verstand der Kinder und vernebelst den Geist der Männer. Ich war viel zu lange gnädig mit dir. Und statt dich mit unterwürfiger Sanftmut zu bedanken, sinkst du als Holmgeir der Lügner noch tiefer. Nun bist du Holmgeir der Dieb und bringst eine Frau um ihre Lebensgrundlage für deine dummen Geschichten. Ja, Sigurd, nein, das ist nicht... Dies ist die Konsequenz deiner Taten. Du wirst Gudrun den 30-fachen Wert ihres Segeltuchs begleichen. 30-fach? Du scherzt sicher. Das wäre mein Ende, Sigurd. Sehe ich aus, als würde ich scherzen, Holmgeir? Wähle Schuld oder die Verbannung. Großer Jarl, wenn ich darf. Ich möchte nur ein einziges Segeltuch ersetzt haben. Der Rest ist... 30-fach. In Silber. Das ist mein Urteil. Eivor, bitte. Wäre das nicht ungerecht? Sigurd, die Strafe muss der Tat entsprechen. Dein Urteil ist grausam und ungerecht. Grausam und ungerecht? Oh nein. Nein, du missverstehst da etwas. Ich entscheide, was gerecht und ungerecht ist. Ich bin dein Jarl, die Quelle von Recht und Unrecht. Ich allein richte an diesem Ort. Ohne Rang, ohne Ordnung, ohne eine Befehlskette überdauert kein Leben. Dann regiert das Chaos. Verstehst du? Du bist mein Bruder und mein Jarl. Ich stehe hinter dir. Doch im Angesicht dieser Ungerechtigkeit muss ich sprechen. Hast du nicht gelernt, wann es Zeit ist, den Mund zu halten? Widersetz dich nicht jenen, die klüger sind als du. Mein Urteil steht fest. Der 30-fache Wert des Segeltuchs. Dabei bleibt es. Hab Dank, dass du uns angehört hast. Du sorgst dafür, dass meinem Urteil Folge geleistet wird. Und sollte ich noch einmal benötigt werden, weck mich. Hm.